Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Gericht aus der Kategorie Rezepte, die den gleichen Namen tragen wie Disney-Filme. Ja, es gibt Ratatouille. Ist klar, Ratatouille war zuerst da, also das Gericht und dann der Film. Aber ich finde es witzig, deswegen. Außerdem mag ich Ratatouille. Ich mag das total gerne. Das ist so ein typisches, ja, ich würde schon fast sagen, so ein typischer Sommereintopf eigentlich. Ja, mit Zucchini, Auberginen, Tomaten, Paprika. Und wie einfach das hier im Thermomix geht, das zeige ich euch jetzt. Ihr braucht 120 Gramm Zwiebeln. Die habe ich hier schon mal eine große halbiert und zwei Zehen Knoblauch. Die werden, ihr könnt es euch denken, Stufe 5, 5 Sekunden im Thermomix zerkleinert. So, das Ganze schieben wir jetzt mit dem Spatel nach unten. Dann kommen 30 Gramm Olivenöl dazu. Ach, das ist die Flasche mit dieser Mini-Tülle. Das dauert. Und wir dünsten die Zwiebeln jetzt 5 Minuten auf Aromastufe. Geschwindigkeit 1 und dann geht's weiter. Bis gleich. Zwiebeln und Knoblauch sind angedünstet. Als nächstes nehmen wir 100 Gramm rote Paprika, die wir schon in, wie man so schön sagt, mundgerechte Stücke geschnitten haben. Für meinen Mund ist das okay. So, und 300 Gramm reife Tomaten, ebenfalls in Stücken geschnitten. Dann kommen noch ein Esslöffel gemischte Kräuter getrocknet hinzu. Da könnt ihr, ich habe jetzt hier so eine italienische Kräutermischung genommen, könnt ihr aber alles nehmen: Thymian, Majoran, Oregano, Basilikum, Petersilie, was ihr so auf Lager habt. Etwa einen Teelöffel Salz. Auch hier nochmal der Hinweis. Nachsalzen kann man immer. Ein bisschen Pfeffer. Und jetzt lassen wir das Ganze im Linkslauf, Stufe 1, bei 100 Grad 12 Minuten vor sich hin schmoren, kochen, dünsten, warm werden. Zu den Kräutern ist natürlich noch zu sagen, wenn ihr habt, könnt ihr natürlich auch frische Kräuter nehmen, ganz klar. Da müsst ihr allerdings dann mit der Dosierung ein bisschen sparsamer sein, weil frische Kräuter natürlich ja intensiver schmecken. Aber wie gesagt, könnt ihr gerne ausprobieren, rumexperimentieren. Das ist ja das Schöne bei so einem Gericht. Und auch die Gemüsesorten, die wir hier verwenden, die könnt ihr variieren. Wobei ich denke, Tomate und Paprika, das muss schon sein. Und eigentlich gehört auch eine Aubergine und ein Zucchini rein. Aber man kann natürlich da auch ein bisschen variieren. Es geht weiter mit unserem Ratatouille. Jetzt haben wir hier schon so eine schöne Grundsoße. Also die Tomaten sind schon richtig schön verkocht. Und als nächstes kommen noch die Aubergine und die Zucchini hinzu. Zucchini habe ich 200 Gramm, ebenfalls hier schon in kleinen Stückchen gewürfelt. Und Aubergine 300 Gramm. Die habe ich ein bisschen größer gelassen, weil die gehen ja auch ein. Die haben ja viel Flüssigkeit. Es gibt ja Leute, die behaupten, Aubergine schmeckt nach nichts. Ich glaube, die haben einfach nur noch nicht die richtigen Rezepte mit Aubergine probiert. So, das Ganze wieder 12 Minuten auf 100 Grad. Und dieses Mal im Linkslauf auf der Sanftrührstufe. Bis gleich. Unser Ratatouille ist jetzt fertig und oh, das riecht toll und das sieht auch klasse aus hier. Ratatouille ist ja eigentlich eher so eine klassische Beilage, ne? So zu gegrilltem Fleisch oder vielleicht zu Nudeln, aber ich bin ganz ehrlich, ich esse das auch als Hauptgericht. Kann man wunderbar bestreuen mit ein bisschen Parmesan, das macht das Ganze noch ein bisschen raffinierter. Aber jetzt geht's ans Eingemachte und ich probiere mal, wie das schmeckt
ob das auch jetzt so geworden ist, wie ich das zu Hause immer mache. Herrlich. Auf jeden Fall. Absolut lecker. Ich liebe das. Ich liebe das. Einfach, schnell zubereitet und trotzdem unglaublich appetitanregend, lecker, gesund, ja. Räucherchen, frisches Gemüse, mehr braucht man eigentlich nicht. Also das kann man durchaus auch als Hauptgang essen. Dann würde ich allerdings ein bisschen mehr kochen. Ihr könnt ja mal ausprobieren, ob man da vielleicht sogar die doppelte Portion drin kochen kann. Schreibt mir das in die Kommentare, wenn ihr das macht. Ich esse das jetzt auf und lasse da niemandem was über. Wie gesagt, passt auch perfekt zu gegrilltem Fleisch. Ja? Also jetzt, wenn die Grillsaison anfängt, durchaus mal Ratatouille mitnehmen. Ja, man kann das auch kalt essen. Da ja, gibt es auch die Möglichkeit. Also ich finde es klasse. Ja? Ich würde mich freuen, weil auch euch das gefallen hat, was ich hier gekocht habe und vor allem, was ihr gesehen habt und ihr mir ein Like da lasst. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, wenn ihr jede Woche neue Rezepte aus unserem Wunderkesselforum sehen wollt, denn die gibt es nur hier in der Wunderkesselküche. Bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit.